Gabriela Moser, Rechnungshofsprecherin der Grünen. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Wie groß, glauben Sie, ist der Unterschied zwischen der Steiermark und Niederösterreich, was der Anstieg von Ausgaben für Bezirkshauptmannschaften anlangt? Wer hat jetzt wirklich den Bericht gelesen? Testfrage. Ich zitiere nur den Rechnungshofbericht und nehme nur diese Zahl. Wir können dann ins Detail gehen. Können Sie mir vielleicht antworten? Ich habe eine Frage gestellt, er hat sich sofort zu Wort gemeldet und er wird also freundlich sein, eine Antwort zu wissen. Wie groß ist der Unterschied? Ja? Wie groß ist der Unterschied? Ne? Herr Kollege Zanger, Sie wissen sicher, aber ich nehme es selber. Es ist die Steigerung in Niederösterreich war +20% zwischen dem Jahr 2008 und 2011. In der Steiermark im selben Zeitraum 8 bis 12 jeweils 1% Kostensteigerung. Ja, das sind auch Investitionen, nur auch Sie werden es nicht bestreiten. Sie haben es ja hier auch gesagt, Herr Kollege, die Effizienzsteigerung ist möglich und die Effizienzsteigerung bei den Bezirkshauptmannschaften ist auch möglich. Und Sie wissen genauso wie ich, deswegen frage ich Sie nicht, ne? Ich unterstelle Ihnen das, dass Sie das wissen, obwohl ich natürlich auch fragen könnte und Sie prüfen könnte, Niederösterreich hätte sich 12 Millionen ersparen können. 12 Millionen, da sind wir jetzt bei Ihrem Argument, Herr Kollege Hanger. Wenn ich jetzt Regionalförderung betreiben will, wenn ich jetzt die Randbezirke stärken will, ist, glaube ich, nicht wirtschaftspolitisch, das ist ja sozusagen das Asset Ihrer Partei, ist wirtschaftspolitisch nicht das hervorragende und herausragende Instrument, die Aufrechterhaltung von Bezirkshauptmannschaften. Das habe ich noch nirgends gelesen, dass Aufrechterhaltung von Bezirkshauptmannschaften eine wirtschaftspolitische Maßnahme zur Belebung der Regionen sei. Ne? Sondern das ist normalerweise ein Förderprogramm für spezielle Institutionen, die also ein gutes Standbein, wirtschaftspolitisch ein gutes Standbein für diese Region sein können. Da muss ich anders vorgehen, nicht Bezirkshauptmannschaften. Ne? Ich könnte genauso gut noch dort ein paar Gerichte hinstellen, dort vielleicht noch ein paar zusätzliche Dorotheumseinrichtungen hinstellen. Ja, das alles schafft Arbeitsplätze, das alles sozusagen stärkt vielleicht eine Region, nur wirtschaftspolitisch ist es ein Schmoren. Wirtschaftspolitisch ist es ein Schmoren und wir wollen ja hier einen Rechnungshofbericht diskutieren, der ganz bewusst, danke Frau Präsidentin bzw. Ihrem Vorgänger und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rechnungshofs, der exemplarisch an einem Beispiel zeigt, wie man Verwaltung gestalten kann. Auf der einen Seite Steiermark relativ effizient, nur am Beispiel Bezirkshauptmannschaft. Auf der anderen Seite Niederösterreich, hier sehr mit Herz für die Regionen, allerdings etwas ineffizient. Ne? Jetzt komme ich von diesem Beispiel auch auf eine generelle Schlussfolgerung, die auch im Rechnungshofbericht zu lesen ist, nämlich, was sollen wir jetzt verbessern? Ich nehme nur die Bundesverbesserungsvorschläge, weil die anderen lasse ich lasse ich durchaus im Land. Ne? So, was soll der Bund machen, damit es besser geht, damit die Verwaltungsebene möglichst gut klappt, damit das Rückgrat der Bundesverwaltung, dass ja die Bezirkshauptmannschaften sind de facto, ne? Damit das noch besser wird. Nämlich, die Empfehlung heißt, der Bund soll klare Richtlinien geben und verabschieden, wie Gesetze vollzogen werden sollen. Ne? Weil es ist ein relativ großer Spielraum in der Art der Umsetzung. Das ist auch eine Ineffizienz und das ist vor allem eine Ungleichbehandlung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Und da haben wir auch vom Bundes wegen in jedem einzelnen Ministerium, wo die entsprechenden Gesetze gemacht werden, die dann dort gewerbebehördlich oder bei der Jugendwohlfahrt, das ist allerdings Landesagente, oder bei der Mindestsicherung, wird ja auch dort abgewickelt, dann umgesetzt wird. Ne? Und damit bin ich jetzt nicht nur bei den Sachen, wo der Bund was verbessern muss, sondern generell bei der Frage, ja, Bezirkshauptmannschaft ist Verwaltung. Verwaltung sollte eigentlich Verwaltungsreform sein. Ne? Die Bundesstaatsreform war jetzt auch so ein Nebenkapitel, ein Anklang beim Finanzausgleich, ist wieder auf der Strecke geblieben. Und das ist ein endloses Kapitel, solange ich in diesem Parlament bin. Und Herr Kollege Auer, Sie sind ja länger schon hier. Sie wissen sehr, Bundesstaatsreform, das begleitet uns seit Jahr und Tag und ist immer wieder ein Moloch, ich nenne es jetzt absichtlich so, ein Moloch, wo jährlich
dreistellige Millionenbeträge, Frau Kollegin Vector, Sie wissen es noch bestens aus Ihrer Finanzministerinnenzeit, dreistellige Millionenbeträge jährlich versickern durch Doppelgleisigkeiten, durch Doppelzuständigkeiten, durch Ineffizienzen, und die BHs sind nur ein kleines Stückchen davon. Ne? Sind nur ein winziger Eisberg im Vergleich zu dem normal, also dem gigantischen Eisberg, den es halt gibt, durch diese Föderalismus-Strukturverwerfungen, die wir bis heute nicht in der Lage waren zu ändern. Und darum, Frau Ministerin, Ihr Vergleich jetzt beim vorhergehenden Punkt mit dem Revisor ist ja ganz humorvoll. Es handelt sich ja beim Revisor auch um eine Komödie. Aber der Rechnungshof hat eine sehr ernste Aufgabe. Ne? Der Rechnungshof ist mehr als ein Revisor. Der Rechnungshof ist ein Ratgeber. Und bitte nehmen Sie endlich seine Ratschläge ernst in Sachen Bundesstaatsreform. Und das ist ein Appell an uns selber, weil wir sind die Abgeordneten, die die Gesetze machen. Bezirkshauptmannschaften ein Anstoß, aber eigentlich geht es um mehr. Dankeschön. Gabriela Moser, Rechnungshofsprecherin der Grünen, sagt, zwischen 2008 und 2012 hätte es zwischen der Steiermark und Niederösterreich große Unterschiede bei der Kostensteigerung gegeben. Die Steiermark sei effizient, Niederösterreich mit seinen vielen Bezirkshauptmannschaften ineffizient.